Und damit herzlich willkommen zurück zur Binding of Isaac Repentance 100% Videovervollständigungsserie. Ja, ich wollte heute im Stream mit Tainted Azazel the Hush machen und hab's nicht hinbekommen, weil ich schlecht bin. Und deswegen machen wir das heute. Ist das nicht cool? Seht ihr auch direkt erstmal den neuen Tainted Character, den wir freigeschaltet haben. Ne? Es ist Tainted Azazel. Ist ein cooler Typ. So. Hat einen coolen Brimstone. Kann ich euch mal kurz erklären, was er so macht. Er hat einmal ein Knees Brimstone. Basically. Der halt Sachen vor sich weg yeetet. Und er hat einen normalen Brimstone, der sehr kurz, also der sehr, sehr schmal ist. So basically wie der Little Brimstone Brimstone. Macht ein bisschen mehr Damage, glaube ich, als der Little Brim Brimstone. Aber ja, ist auch nicht, nicht großartig viel mehr. Autsch. Einmal ganz kurz für den Fight konzentrieren, in Anführungszeichen. Sind nur die Turtlings, also ist jetzt nichts Krasses. PJs sind sehr schön. Ja, wir versuchen, The Hush hinzubekommen. Und vielleicht noch Mega-Satan, wenn es passt. Das bedeutet, wir gehen auf Angel Deals und ja. That's basically the whole thing. Wir gehen auf Angel Deals. Also wir versuchen es zumindest mal. Das bedeutet auch gleichzeitig dazu, wir werden jetzt... Oh, okay. Was macht denn die Holy Chester? What the fuck? Wo bist du denn her? Bedeutet gleichzeitig, wir gehen jetzt nicht in den Devil Deal rein. Obviously. Weil, wäre dumm. Weil sonst würden wir nämlich unsere Angel Deal Chance wieder verringern. Und das möchten wir ja nicht. Genau das möchten wir ja vermeiden. Ich finde, da unten hat gar keinen Bock. Ich merke das schon. Range down. Okay, das bringt uns... Also, tut uns nichts. Basically, weil Brimstone halt über die komplette Range geht. Also über den kompletten Bildschirm. Was ich cool fände, wären jetzt so ein paar... paar blaue Herzen. Logischerweise, blaue Herzen sind super. Die kann man immer gebrauchen. Ansonsten, ja, mehr Damage, eine bessere Tier Rate. Schlüssel sind auch sehr gut. True. Danke, Spiel, dass du mir das nochmal kurz gezeigt hast. Ich hatte kurz vergessen, dass Schlüssel ja auch ganz gut sind, eigentlich. Autsch. Und ansonsten müssen wir mal schauen, dass wir halt ne, relativ schnell hier durchkommen. Wir haben in den Runs, die ich gemacht habe, haben wir den Bossrush hinbekommen. Wir haben auch einen schönen kleinen Gamebreak hinbekommen. Da könnt ihr mir... Oh, Psyfly. Das ist geil. Okay, Psyfly ist really huge. Also es ist nicht umsonst ein Quality 4 Item. Psyfly ist schon wirklich richtig, richtig gut. Falls ihr nicht wisst, was die Psyfly macht, die Psyfly wehrt Projektile ab. Basically. Wehrt sie Projektile ab, die euch treffen würden, normalerweise. Gut, also ne, mit Bossen funktioniert es nicht, wie man sieht. Aber mit anderen Dingen funktioniert es schon. Fruity Plum. Okay. Sehr schön. Range und Luck up plus ein nettes kleines blaues Herz, was wir auch noch dazu bekommen. Okay, wir haben Curse of the Maze. Ist jetzt nicht dramatisch. Kann ab und zu mal ein bisschen nervig werden. Aber ja.
Bis jetzt, wie gesagt, ist nichts Dramatisches. Ein Schlüssel und wir haben 15 Münzen. Das bedeutet, wir gehen in den Shop, holen uns hier dieses blaue Herz einmal mit. Oh, ich würde gerne mal ums Box mitnehmen, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt würde ich die super gerne mal ums Box mitnehmen. Aber mit Moms Box könnten wir das Missing Poster bekommen. Und wenn wir mit dem Missing Poster in einem Sacrifice Room sterben, dann schalten wir The Lost frei. Was ganz schön gut wäre. Hier The Chariot. Diese Pilze sind leider super tanky, wenn die nicht gerade ihren Kopf oben haben. Wenn sie den Kopf oben haben, sind sie nicht mehr so tanky, glücklicherweise. Okay, Taking Damage spawns one blue fly. Okay, Psyfly macht auch ein bisschen Contact Damage. Wusste ich gar nicht. Aber ist gut zu wissen. Highfly ist gerade ein richtiger Hardcarry schon wieder. Sie knallt einfach alles weg, was hier irgendwie gefährlich werden könnte. Goddamn, ist dieses Item gut, ey. Hilfe. Es ist wirklich einfach so gut. Two of Spades, Two of Spades, Two of Diamonds. Zwei Chariot-Karten, eine Judgment-Karte, die benutzen wir mal hier. Und dann nehmen wir uns die Box of Trinkets mit. War kurz ein bisschen knapp. Ich hätte noch den Chariot gehabt, aber ne. Logischerweise möchte man den eigentlich eher nicht für sowas benutzen. Wir waren noch nicht im Itemraum. Brown Cap. Die Box of Trinkets macht auch noch gleichzeitig dazu, dass sie uns die Trinkets gibt. Monstrous Lunge. Seht es? Ah, das funktioniert. Geilo. Das funktioniert mit unserem Brimstone. Das ist sehr gut. Funktioniert auch mit dem Anniesen. Tank Damage spawns 2 Blue Flies. Oh. Crazy. Gerade kein Geheimraum. Wir gehen aber weiter. Blooded Caves 2. Oh Gott. Knappe Kiste. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn es um Monstrous Lunge Brimstone geht, dass da irgendwie... Okay, plus one extra secret room while held. Ist nicht, weiß ich nicht. Okay. Depression. Fühl ich. Und I Can See Forever. I Can See Forever ist natürlich... richtig geil. Aber damit kommen wir einfach in die Secret Rooms rein. Und warum sollte man das nicht wollen? Secret Rooms sind einfach nur Möglichkeiten, Items zu bekommen. Basically. Wir nehmen auch einfach diesen Tower damit. Oder die Fragmented Card. Für den Double Moon. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon auf der Ebene hier funktioniert, also ob da jetzt einfach ein Secret Room gespawnt ist, sage ich jetzt mal, irgendwo. Jetzt, wo wir die Karte aufgehoben haben. Oh. In den, Ah. 4.5 Volt. Könnte man drüber nachdenken, actually. Planetarium-Chance nehme ich gerne mit.
Planetarium-Chance. Ja, das bedeutet, wir haben jetzt 25% Chance auf ein Planetarium. Also, dass eins spawnt. Auf der nächsten Ebene. Aber wir hatten ja noch keins. Glücklicherweise. Und logischerweise. Ah! Goddammit. Oh, Psyfly hat mich gerade schon wieder so hart gecarried, der Hilfe. Okay, Synth Oil und ein Stairway. Okay. Das sah jetzt nicht näher zu, ehrlich gesagt. No! Ach, come on! Ich habe die Bombe weggekickt, ich Dummkopf. Jetzt werde ich nicht mehr wer eine finden, also jetzt glaube ich, kann ich nicht mehr den Dingens mitnehmen. Also ich meine, wir können. Ich habe ihm gerade eine Münze gegeben und deshalb. Ach Gott, ich hasse alles gerade. Okay, ich habe mich gerade komplett selbst. Weiß ich nicht. Ich habe mir, wenn wir jetzt in League of Legends Terms sprechen würden, dann würde man sagen, ich habe mir einfach alle Hände gebrochen. Gleichzeitig. Also legit. Ich habe mir einfach alle Hände gebrochen. Schwierig an der Stelle, schwierig. Okay, Goto. Ist fein, gibt uns ein bisschen Speed up, also würde uns Speed up geben. Na, jetzt müssen wir hier nur auf die Räder warten. Und dann geht es schon weiter. So, was wir jetzt bräuchten immer noch wäre Tears Up. Sehr viel, einiges an Tears Up. Ehrlich gesagt. Wir haben bis jetzt noch nicht so viel davon gesehen. Schwarzes Herz ist sehr gut. Großer Fan davon. Der Magnet. Sehr schön. Wir sind in Depths 1. Aber das geht nicht. What? Okay, das geht aber. Das ist gut zu wissen. Die ganzen Spinnen. Ah, okay, never mind. War leider der Brimstone, der in mein Gesicht gegangen ist. Okay, Pay-to-Play ist auch ziemlich gut. Könnte man auch drüber nachdenken. Weil das würde uns Reroll-Maschinen in... Also es gibt uns Reroll-Maschinen in Itemräumen. Was gar nicht mal so schlecht ist. Wir haben noch sehr wenige Bomben bis jetzt. Da müssen wir uns noch ein bisschen, also da müssen wir noch ein paar bekommen. Das sollten wir noch ein paar bekommen, hopefully. Eine ist schon mal gut. Schon mal besser als keine. $3 Bill, ja, die nehmen wir auch mit. Weil andere Tier-Effects können wir, glaube ich, gerade ganz gut gebrauchen. Und wenn wir sowas wie Number One bekommen,
dann ist es halt eh egal. Weil, ja, Number One müssen wir uns gar keine Gedanken drum machen. Wir müssen auch gucken, ob wir hier ein Planetarium haben. Auf der Ebene. Hier ist ein Sacrifice Room. Ich glaube nur nicht, dass wir jetzt aus dem nächsten Drop von der Mums Box ein Missing Poster bekommen. Bin ich ehrlich, aber das bin nur ich. Okay, das war Euthanasia. Sieht aus wie Common Cold. Oder generell einfach Poison Shots. Nee, ist leider nicht das Missing Poster. Okay, das ist Dunce Cap, glaube ich, gewesen. Was wir da gerade bekommen hatten. Kein Fan davon. Gar kein Fan. Ja, Trinket Smelter. Bringt uns nichts. Großartig. Wir haben anscheinend kein Planetarium. Was ein bisschen schade ist für eine 1-in-4-Chance. Aber naja. Soll nicht unser Problem sein, ne? Ja, auf jeden Fall jetzt Dinge, um die Angel-Statue zu zerbomben auf der nächsten Ebene mit dem Stairway. Und ich glaube, das sollte schon genug sein erstmal. So, let's go. Little Harbingers. Der müsste ja trotzdem Dinge spawnen, oder? Yes, nice. Ouch. Nicht gut. Egal, das war fein. Das war completely fine. Lockdown. Wir haben gerade minus 2 Luck bekommen. Sehr gut. Genau, was wir brauchen. An der Stelle. War auch das, was ich mir actually gewünscht hatte. Minus 2 Luck. Weil ansonsten wird das Spiel einfach zu langweilig. Okay, Sad Onion. Das finde ich gut. Eine bessere Tierrate nochmal dazu und eine Member-Card. Ja, die kriegen wir leider, glaube ich, nicht finanziert, wenn ich ehrlich bin. Die kriegen wir, glaube ich, nicht finanziert. So leid es mir tut. So leid es mir wirklich tut. Außer wir kriegen jetzt irgendwie 25 Cent aus dem... aus einem, weiß ich nicht. Ich wüsste nicht mal woher. Da seht ihr schon mal, wie unlikely das ist. Ich wüsste nicht mal woher. Haben wir noch? Ja, wir haben noch genug Zeit für Boss Rush. Genug Zeit für Boss Rush ist noch lange. Und let's go. Ja, komm. Okay, gerade hat es irgendwie, weiß ich nicht, Dinge getan, die ich nicht gut fand. Wir nehmen das Polaroid mit. Wir wollen nicht in den Devil Deal. Wir könnten, also wobei wir könnten eigentlich in den Devil Deal, ne? Wenn ich so drüber nachdenke. Ghost Pepper. Ja, hier ist natürlich auch Dr. Fetus, ne? Aber. Nee. Wir nehmen Ghost Pepper mit. Wir nehmen nicht Epic Fetus mit. Nicht Dr. Fetus, nicht Epic Fetus.
Das ist mir zu gefährlich, actually. So dumm es vielleicht klingt, aber es ist mir zu gefährlich. Ist ja an sich schon geil, aber nö. Okay, Vibrant Bulb. Wäre auch eine Möglichkeit mitzunehmen. Aber Planetarium klingt halt immer noch sehr verlockend. Ich will ganz ehrlich sein. Okay. Bloodbag. Nehme ich auch mit. Beatdown sehr uncool an der Stelle. Ich würde gerne... Ja, genau das hier tun. Und Mr. Boom. Nee, weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Gucken wir mal. Scheiße, ich habe eine Bombe benutzt. Das heißt, ich muss noch eine Bombe finden. Ja, gut, schwierig, sage ich jetzt mal. Bombe? Bombe? Flatfire, okay. Ist doch wieder kein Planetarium, ne? Nope. Ja, scheiße, da muss ich doch Mr. Boom mitnehmen. Ja, das war jetzt nicht so schlau von mir, ehrlich gesagt, aber... Aber wir können mal gucken, ob wir an der Maschine da hinten vielleicht noch ein bisschen was bekommen. Ansonsten müssen wir wirklich Mr. Boom mitnehmen. Ich meine, es gäbe Schlimmeres, aber... Ist halt doch nervig. Das ist eine Missing Page. Harriet nehmen wir mit. Ja, dann ist es Mr. Boom. Oder wobei, ne, wir müssten mit dem Stairway ja eigentlich auf jeder Ebene einen bekommen, ne? Dann ist es egal. Dann können wir das auch einfach so machen. Wir werden wohl schon nochmal irgendwo eine Bombe bekommen. Keine Dummheiten machen, Damien. Alles ist gut. Keine Dummheiten machen. Keine Dummheiten machen. Einfach schnell hier durch. Boom XL. Ja, klasse. Boom XL. Ja, das hätte ich jetzt relativ gerne eigentlich. Aber hey. Bin nur ich. Da ist das Missing Poster. Ja, bitte. Kommen Sie mit. Bitte kommen Sie mit. Vielleicht kriegen wir jetzt noch The Lost freigeschaltet, wenn wir hier einen Sacrifice Room haben auf der Ebene. Wäre das nicht was? Vor allen Dingen sogar actually gut, dass wir hier eine XL-Ebene haben, ne? Das spart uns einen Haufen Zeit. Ehrlich gesagt. Spart uns einen Haufen Zeit. Autsch. Oh, Soul of Lilith. Und wir haben Headless Baby dafür bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, wenn wir ein Ding mit einem, also was von uns markiert ist, killen, dann kriegen wir den Recharge für umsonst. Also einen kompletten Recharge von unserem Brimstone. Kann das sein? Mikey Chest.
Ich habe immer noch keine Bombe gefunden, ne? Crazy. Crazy, crazy, crazy. How that works. Das worked halt gar nicht, leider. Also fürs Spiel schon. Aha! Bei Bomben. Das ist doch das, was wir wollten. Sehr, sehr geiler Dorsch. Rangedown. Ja, komm, nehmen wir mit. Let's go. Und lass die Blood. Let's go. Nice. Okay, crazy gut. Gucken, was der Devil D so sagt. Immerhin ein blaues Herz. Das ist fein. Und ja, wir haben noch 6 Minuten Zeit. Ich glaube, wir gehen mal die Ebene hier erkunden. Ganz kurz, was wir gerade an der Nase kratzen. Wir können da hinten noch das eine blaue Herz mitnehmen mit der einen Bombe. Fände ich ganz gut. Weil die HP brauchen wir auf jeden Fall. Ja, wir müssen die HP gerade wieder reinholen. Es tut mir leid. Speeddown, nicht so gut. Ich weiß auch nicht. Okay, der hat aber gar keinen Bock, irgendwas zu treffen. Schade. Noch eine Bombe. Ich musste einfach gerade 3,5 Jahre chargen, what? Why? Nicht ganz verstanden, aber hey, okay. Ja, ich verspiele gerade wieder mein ganzes Leben. Ich merke das schon. Und ich finde es nicht gut. Aber immerhin ein HP ab. Ich weiß auch nicht, ganz ehrlich. Was ich hier mache, ich habe keinen Plan. Ich möchte eigentlich nur irgendwie einen Sacrifice Room finden. Mehr nicht. Das ist der falsche Room. Das ist leider der falsche Room. Komme ich da dran, an das rote Herz? Yes, komme ich, gut. Wir haben schon wieder almost die ganze Ebene explored. Oh, das war... Jetzt hatten wir gerade kurz Spoonbänder. Großer Fan davon. Gucken, ob der vielleicht hier irgendwo noch ist. Da ist ein blauer Stein. An den ich nicht rankomme. Ah, 2 blaue Herzen. Ah. Irgendwas, womit ich fliegen kann? Nee, leider nicht, ne? Schade. Ja, probieren wir es aus, ne? Probieren wir es aus. Mal gucken, was das Game uns geben möchte jetzt hier in der Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen-Ebene. Der Midnight Snack, Squeeze the Tears ab. Nochmal 2 Herzen, sehr gut. Der Stairway. Divine Intervention. Nee, das brauchen wir nicht.
Was wir brauchen, ist dieser Engel hier. Und zwar sowas von brauchen wir den. Für das Keypiece. Komm, weißt du was? Nö. Ganz ehrlich, nö. Blauer Stein und How to Jump bringt uns leider gar nichts, aber hey. Runenbänder ist sehr gut. Den nehmen wir auch generell mit. Weil so haben wir jetzt immer Homing Shots. Und Homing Shots sind sehr, sehr gut. Falls ihr das noch nicht wusstet. Ja, Bob's Rotten Head. Krank. Heftig, hat viel gemacht. So. Respawn as the Lost on Death. Dying in a sacrifice room while holding this trinket unlocks the Lost. Tainted Lost simply revives. Okay. Ja, let's go. Hush. Das sollte jetzt eigentlich ganz gut klappen, hoffentlich. Ich kaufe einfach mal. Wir kriegen hier die ganze Zeit einiges an Damage ab. Was ich gut finde. Ja, weil die Last gibt uns sehr viel Damage. Finde ich gut. Not gonna lie. Also, die sollte jetzt eigentlich machbar sein. Mach ich jetzt einfach mal so. Wir machen jetzt nicht den krassesten Damage, wie man sieht, aber ja, es ist schon okay. Wir machen halt konstanten Damage und wir bekommen keinen Damage, das ist das Wichtigste daran. Dass wir keinen Damage bekommen, ist viel wichtiger, als dass wir viel Damage machen. Ganz im Ernst. Okay, wir haben's. Okay, Soul of Azazel haben wir freigeschaltet. Und damit gehen wir in den Himmel, richtig? Yes, sir. Wir gehen in den Himmel. Und wir haben das Polaroid. Sehr schön. Immaculate Heart. Bringt uns halt niente. Leider. Gute ist, wir haben noch die Möglichkeit, ein paar Dinge zu bekommen. Also Münzen zu bekommen, gerade. So zum Beispiel. Dann können wir nämlich vielleicht noch auf der letzten Ebene auch noch einen Stairway benutzen. Oh Gott. Ja, das war nicht so gut. Habe ich aber auch gemerkt. Temperance. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Ja, jetzt kriegen wir Bomben zuhauf. Ne? Wir müssen aber auf jeden Fall jede einzelne, also die komplette Ebene einmal durchhauen. Eine Jera-Rune. Die können wir sogar actually mitnehmen. Der Schub-da-Wup.
Weil dann können wir auf der Chest-Ebene die Kisten verdoppeln. Wäre ich ein sehr großer Fan von. Oh, da ist ein Sacrifice Room. Mein Sacrifice Room. Ja, also wir würden jetzt als The Lost respawnen, wenn wir das machen. In dem Sacrifice Room sterben. Eigentlich würde ich das schon gerne tun, ne? Bin ich ehrlich. Nur um The Lost freizuschalten, würde ich das schon gerne machen. Sollten das actually tun, oder? Jetzt, wo ich schon mal die Möglichkeit dazu habe. Wäre es dumm, das nicht zu machen, ehrlich gesagt, oder? I mean, ne? Komm, wir müssen das machen. Wir müssen das machen. Okay, Trinity Shield. Nice one. So, jetzt sind wir lost. Und dann haben wir The Lost auch freigeschaltet. Eigentlich. Also müssten wir eigentlich. Ja, jetzt ist unser Zeug leider sehr, nennen wir es mal, ja, ich weiß nicht. Nennen wir es nicht mehr so gut einfach, okay? Nennen wir es einfach nicht mehr so gut. Wir nehmen die Jera-Rune mit, damit wir die Kisten verdoppeln können. Wir dürfen jetzt nicht mehr getroffen werden, by the way. Wir haben kein Leben. Das heißt, wenn wir getroffen werden, sind wir tot. Sobald wir ein einziges Mal getroffen werden, sind wir tot. Und das sollten wir natürlich tunlichst vermeiden. Bitte. You unlocked the Lost. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, einmal Jera. Oh, wir könnten uns wieder zu jemand anderem klickern. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Wir haben jetzt The Lost. Jetzt sind wir Eden. Lazarus sind wir, sorry. Wir sind Lazarus. Aber wir nehmen das hier mit. Weil wir uns einfach zu irgendwem anderem klickern lassen können. Glücklicherweise. Ja, unser Damage ist nicht ganz so da. Bin ich ehrlich? Gerade. Aber hey. Reden wir nicht drüber, okay. Eine Kiste mit den Scheren. Hm. Wir möchten bitte Baby Plum als letztes killen. Okay, never mind. Jetzt sind wir Eden, glaube ich. Ja, wir sind Eden. Okay, wir haben Conjoined. Sehr schön. Hallo Loki. Schön, dich mal wieder zu sehen. Freut mich sehr. Ja, Curse of the Blind ist ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also Curse of the Lost, nicht Curse of the Blind. Witzig, wir haben The Lost freigeschaltet und haben Curse of the Lost bekommen. Jetzt sind wir Bethany. Haben ein rotes Herz und haben keine blauen Herzen mehr. Oh mein Gott, das ist jetzt schwierig. Ja, Bethany ist, glaube ich, nicht das Beste gerade. God damn it.
Ja gut, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall The Lost freigeschaltet. Und The Lost hat die Eternity 6. Ich glaube, wir hätten einfach The Lost bleiben sollen, bin ich ehrlich. Aber wir haben auch mit Atlasia jetzt noch hier Dinge freigeschaltet. Das ist ganz gut. Dann überlegen, ob wir noch eine Challenge machen können, vielleicht. Hyrule, Onenstreak. Was ist Isaac's Awakening? Da muss ich mal gerade kurz nachschauen. Hier. Ich glaube, das hier machen wir gerade noch. Oder was sagt ihr dazu? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wie ist hier noch Isaac's Awakening? Dann müssen wir zu Mother. Oh mein Gott, okay, das könnte schwierig werden. Gut ist, dass die Sachen sich automatisch anlocken. Weil wir halt dahin müssen. Blauer Stein, wichtig. Hätte ich den auch einfach... Ja, ich hätte ihn auch einfach aufheben können. Okay, ich Dummkopf. Muss ich noch dran denken, dass ich das auch machen kann. Weil wir sind ja hier, ne Long und so. Der gute alte Long. Der Geheimraum? Nope. Hier der Geheimraum? Yes. Schade. Ja, gut. Wir müssen Mother mit dem Schwert besiegen. Mal gucken, wie das wird. Ich weiß es noch nicht. Aber dafür kommen wir jetzt auch mal hier auf die Ebenen, auf denen wir sonst nicht so sind. Nämlich in den Downpour. Den sehen wir ja nicht so oft. Ich hoffe, euch nervt das Schwertgeräusch nicht. Das würde uns nämlich jetzt leider noch ein bisschen begleiten. Muss ich leider zugeben. Eine Jera-Rune. Ja. Sehr gut. Das Gute ist, ich kann diese Fliegen einfach in den... Ach, es gibt ja keine Itemräume. Scheiße. Oh no, es gibt keine Itemräume. Das ist gar nicht gut. Das ist aber absolut gar nicht... Oh mein Gott, wir haben mal ein Knife gefunden. Okay, warte mal, was? Okay. Crazy. Wir nehmen Spirit of the Lord of the Pit auch noch mit. Einfach fürs Fliegen. Ja, das sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Ja, davon brauchen wir nichts, ehrlich gesagt. Wir könnten natürlich in den, Curse Room reingehen, aber weiß ich nicht. Macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Wir gehen einfach weiter. Downpour 2. Ja, mein Schwert hat leider nicht die größte Range. Habe ich leider jetzt schon merken müssen. Von daher schwierig. Ich sollte gegen diese kleinen Spinnchen einfach nur ganz normal, ne, draufhauen. Das Feuer kann nicht kaputt gehen. Oh. War eigentlich ein guter Yara-Raum gewesen. Bin ich ehrlich. Okay, Min-Min. Min-Min hatten wir, glaube ich, bis jetzt noch nicht. Müssen wir überhaupt die
Okay, hier ist ein Itemraum, weil auf der Ebene muss ein Itemraum sein. That much I know. Weil man ja in die, man muss ja in die böse Dimension kommen. Warte, ich weiß nicht, wie ich diese Viecher hier killen soll, ehrlich gesagt gerade. Aber hey, irgendwie wird das schon gehen. I guess so. Das war knapp. Ja, hier ist nämlich der Raum, wo wir rein müssen, um uns das Messerteil zu holen. Wir dürfen hier immer noch nicht getroffen werden, weil unser Lost noch keinen Holy Mantle hat. Leider. Was ich keiner uncool finde. Nämlich keiner toxic. Oh, blauer Stein. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Blauer Stein ist wichtig. Was auch wichtig wäre, wären Schlüssel. Aber die werden uns leider verwehrt. Ist das Knife Piece? Ja, gut. Immer noch kein Schlüssel, ne? Schwierig. Hier ist leider nichts drinne. Okay, und ein HP ab. Ich will jetzt nicht sagen, dass das keiner waghalsig bisher jetzt war, ne? Also für den Raum hier. Oh Gott, 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 oh Gott. Aber es war ganz schön waghalsig. Okay, da kommen wir nicht rein. Aber dann gehen wir wieder. Schlüssel ist leider immer noch eine Null und Nichtigkeit. Schlüssel? Range up. Ist jetzt meine Jera-Rune da nicht hier? Was soll denn das? Ah, jetzt bin ich wieder in den Dingens gegangen. Ah. Scheiße. Ich muss einmal noch mal hier rein und wieder zurück. Ich möchte nicht The Lost sein. Bitte lass mich nicht The Lost sein. Oh Mann, ich habe doch gar keinen Holy Mantle. Was ist denn der super Geheimraum? Bin ich hier? Okay, anscheinend nicht. Hm, komisch. Ja, Schlüssel sind leider ein Nein. An der Stelle. Wir sind immer noch The Lost. Das macht mich ein bisschen fertig. Wir sind nämlich tot. Klasse. Ja, gut. Ja, wir können jetzt nicht mehr fliegen. Aber das ist okay. Das hier wird jetzt einfach mal eine Folge in Überlänge, I guess. Kann man auch mal machen, ne? Ist auch mal okay. Ich hatte einen Stein auf den geschmissen und fühle mich gut damit. Was sagt ihr dazu? Let's go. Wir hätten eigentlich in den Dingensraum reingehen sollen, in den Top-Raum.
Okay, zwei normale Kisten. Und wir hätten generell auf der Ebene noch ein bisschen weiter uns umschauen sollen. Weil da natürlich logischerweise auch noch irgendwo ein blauer Stein hätte sein können. Den wir jetzt logischerweise nicht bekommen. Tschüss, Min Min. War schön mit dir. Ja, Too Spooky for Me können wir mitnehmen. Machen wir den Leuten ein bisschen Angst und so. Da ist nur Geheimraum, Shop. Das war die Ebene schon, wow. Das war eine kleine Ebene. Eine sehr kleine Ebene. Autsch. Not so gut, not so gut. Okay, Too Spooky von mir war vielleicht nicht die beste Wahl. Weil jetzt die Leute vor uns weglaufen. Ich meine, wir können damit immer noch entscheiden, wie die Leute zu uns halt kommen. Ja, Dry Baby ist zu gut, als es nicht mitzunehmen. Ganz ehrlich, Dry Baby ist zu gut. Sorry, Tim. Mussten ihn da gerade ein wenig durch die Gegend schmeißen. Ja, dachte ich mir schon, dass da noch mehr Kollegen kommen. Hier, Wormwood. Ich hasse Wormwood. Ja, aber man versteht wieso, oder? Kann man nachvollziehen, warum ich Wormwood nicht mag? Guckt euch den Typen mal an. Nur Scheiße. Clubs, the Hermit, the Emperor, the Hermit, the World. Ich nehme mal the Hermit mit. Bogobombs bringt uns leider gar nichts. Ein Raum. Eine Blank Rune und ein blaues Herz. Das ist gut. Genau sowas brauchen wir nämlich. Ja, gegen Wormwood machen wir obviously nicht den, den Boss in der Mirror Dimension. Weil ich gerne nicht sterben würde. Dankeschön. Wir holen das Knife Piece. Aber that's about it. Wir müssen ja sowieso jetzt hier schon aufpassen ohne Ende. Weil Leute und so, ne? Ich weiß immer noch nicht, warum ich die Bomben benutze, aber hey. Ist schon okay, glaube ich. So, Knife Piece. Gehen wir gerade noch hier reingucken, aber hier ist nichts drin. Das ist okay. Hier das Feuer können wir noch kaputt machen. Leider kein blaues Herz drin. Wozu brauche ich die Bomben gerade sonst? Wenn nicht hierfür. Exactly. Achso, nee, warte mal. Scheiße. Ich muss ja nochmal. Ach nö, jetzt habe ich wieder das gleiche Problem wie eben. Ich muss sie ja hier mitnehmen, damit ich wieder. Ach Scheiße. Ich kann nicht hier reinlaufen, ne? Ich bin so dumm. Warum bin ich so dumm? Wenn ich einfach aufhöre, so dumm zu sein, die ganze Zeit. Ich denke mir noch eher, ja, ich kann ja hier einfach reinlaufen und dann, dann ist alles okay, weil da passiert ja nichts.
Anzus. Drei Bomben. Und ein Envy-Fight. Es gibt übrigens witzigerweise anscheinend sehr viele Leute, die das Spirit Sword nicht mögen. Was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Weil es ein sehr cooles Item ist. War knapp. Aber hat geklappt. Wow. Guter Geheimraum an der Stelle. Das war knapp. Eigentlich habe ich gedacht, das wird mich treffen. Zum Glück ist der Damage hiermit gut. Ne? Zum Glück ist der Damage hiermit gut. Dann dauert es wenigstens nicht ganz so lange. Damit dauert es wenigstens nicht ganz so lange. Bleiben die? Nee, die bleiben nicht. Okay, gut. Wäre auch crazy gewesen, wenn die geblieben wären. Okay, wir machen die hier kaputt. Weil wir logischerweise die Kiste haben möchten. Und ein weißes Herz. Oh, okay. Wo kommt das denn her? Nicht schon wieder. Gut, ich meine, es ist okay, wenn er jetzt auf der Ebene hier ist. Dann geht er mir wenigstens auf der anderen Ebene, nicht auf den Keks. Dieser Typ, ne? Ich hasse es. Ich hasse alles daran. Wieso macht er das 3000 Mal? Ja, aber dann nehmen wir mit. So, let's go. Weiter geht's. Wir hätten den Sack natürlich auch mitnehmen sollen, aber ja. Der ist jetzt nicht das... Okay, Magic Mushroom. Ja, das... Jetzt mach mal bitte keine Fehler mehr. Dankeschön. Fände ich cool, ehrlich gesagt. Jetzt keine Fehler mehr zu machen, wäre klasse. Wäre ich ein großer Fan von. Okay, Rainmaker. Kann aber nichts tun, okay. Cool. Und Death's Touch. Gibt uns leider keine Sense. Wäre natürlich mega geil gewesen, aber ja. Man kann nicht alles haben, ne? Sagen wir es mal so. Man kann nicht alles haben. Wir haben jetzt Death's Touch und Magic Mushroom. Ist jetzt schon nicht so kacke. So, jetzt nur gut aufpassen. Nicht von irgendwelchen Dingen killen lassen, die dumm sind. Okay? Okay. Voll guter Plan. Den Rainmaker kriegen wir auch so gekillt. Ganz ehrlich. Da holen wir uns hier noch. Hier ist ein Shotspeed ab mit. Kurz Panik bekommen, ne? Aber alles gut. Alles gut. So, jetzt nicht nochmal sterben lassen, sondern einfach weitergehen. In die Minen. Dankeschön. Sind sogar die Minen, ist nicht der Ashpit.
Ich hatte mit dem Ashpit gerechnet. Aber passt manchmal, Hier lässt den Zäumig spinnen. Are you a wizard? Und I'm excited. Oh Gott, das funktioniert ja auch mit Are you a wizard? Hilfe! Ob das mit Are you a wizard funktioniert? Was ist denn das? The Hierophant. Sehr, sehr gut. Wichtig. Zwei blaue Herzen. Ein Glück habe ich den Knopf in der Mitte gesehen. Okay, das war jetzt gerade I'm excited. Und einmal in den Shop. Ja, das sind leider alles Dinge, die wir nicht gebrauchen können, ne? So leid es mir tut. Ich kann leider alles nicht gebrauchen. Also so gar nicht. Autsch. Also vielleicht das Starter-Deck. Das Starter-Deck, da könnte man drüber nachdenken, ehrlich gesagt. X-Lax. Und Are You a Wizard? Getuff Twins. Sehr gut. Rotten Meat. Und ja, wir nehmen Gimpy mit, weil Little Brimstone bringt uns nichts, weil wir unser Ding ja nicht chargen. Wir benutzen es ja einfach nur so. Gut, Minen 2. Manchmal, ne, teilweise sind die so dunkel. Aber ich bin actually schon froh darum, dass wir überhaupt zwei Minenebenen bekommen und nicht so wie eben im Ashpit gelandet sind. Gott, oh 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 Gott. Crazy. Mouse Bottle of Pills. Und ein Battery Pack, aber das Battery Pack brauchen wir auch nicht. Autsch. Nicht so gut. Diesen ganzen Damage zu nehmen. Okay, the virus. Das ist okay, das nehme ich mit. Ach, come on. Der war doch gar nicht mal aufgeploppt. Ich habe wieder nie auf die Fliege drauf geguckt, was sie für Augen hatte. Ja, falls ihr nicht wisst, wie ihr mit diesen Fliegen umgehen sollt, die haben, also man sieht entweder, dass die Augen von denen eingekreuzt sind oder ganz normal sind. Der Recreep könnte... Dachte ich, könnte vielleicht schwierig werden, ist er aber nicht. Okay, never mind. Ich dachte, Reef Creep könnte schwieriger werden. Ja, dann gehen wir mal das Messer holen, ne? Let's go. Einmal schön das Messer holen gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sieht jetzt schon anstrengend aus, Sieht jetzt schon anstrengend aus. Hallo. Tschüss. Mal schön der Marm ausweichen. Da konnte ich jetzt nicht wirklich ausweichen, ehrlich gesagt.
So. Warte, 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 warte. Wir müssen hier hinlaufen, um hier hin zu laufen, damit wir das da. Au. Hier. Okay. Crazy. Gerade ganz kurz ein bisschen konzentrieren dafür. Dass das mich nicht getroffen hat, wundert mich. Ich bin gerade einmal unter, also ne, dass wir wieder über der sind. Okay. Huh. Ja, ist ein bisschen schwierig, aber immerhin haben wir jetzt, ne, wir müssen keine Herzen für ins Mausoleum bezahlen. Das ist ganz gut, I guess. War ja auch das einzig Gute. Ehrlich gesagt, aber hey. Okay, weißes Herz. Sehr gut. Come on. Nee. Nee, danke, aber nein, danke. Die nehmen wir übrigens alle mit, einfach weil. Jumper Cables. Nee. Oh. Ein Glück habe ich die mitgenommen, ey. Ein Glück habe ich die mitgenommen. Oh no, oh no, oh no. Okay, der Heretic. Ziemlich simpler Fight an der Stelle, zum Glück. Und let's go. Weißes Herz wird zu einem Dingsen, ne? Wird zu einem vollen roten Herzen, glücklicherweise. Hier springen wir einmal in die Luft, weil genau sowas passieren könnte. Ja, die hatte ich, da hatte ich jetzt nicht so Bock, die alle zu bekämpfen. Bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe, das kann man nachvollziehen. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Aber. Okay, Go nehmen wir mit. Könnte immerhin irgendwas Cooles bei rauskommen nachher. Vielleicht irgendwie in irgendeinem Fight irgendwas, was uns hilft. Ein Puter. Na klar, der macht jetzt erstmal noch nicht so viel, aber vielleicht, ne, vielleicht macht er ja irgendwann noch was. Kann ja sein. Au. Warum trifft er mich von der Entfernung? Na egal. No! Ho, ho, ho. Meine dicke Fliege ist explodiert. Oh, ein Wiss. Ja, wir haben eine Wiss bekommen. Ich glaube, eine Wiss ist so das Beste, was du da bekommen kannst raus. Heilo. Ja, die machen halt Brimstone-Schüsse, von daher. Das ist schon ganz gut. Sehr schön. Oh ja, Mom. Ja, ich glaube, man sieht, die ist schon, ne, also
Du bist es schon nicht so schlecht. Libra, Ball of Tar, nee. Junge, 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 dieser Witz, die macht ja komplett 1v9. Crazy. Macht so viel Schaden. Krass. Hätte ich nicht erwartet. Noch eine Wiss. Oh mein Gott, wir sind einfach gedouble Wisst. Hoffentlich können wir die bis zum Marm mitschleppen. Das wäre so geil. Autsch. Nein! Scheiße. Okay, die eine ist leider gestorben. Aber, ne? Immerhin eine haben wir noch. Das ist das Wichtige. Der Book of Belial. Wäre eine Möglichkeit mitzunehmen, aber puh. Actually glaube ich nö. Actually glaube ich nö. Und eine dicke Fliege. Eine dicke Fledermaus, nicht eine dicke Fliege, sorry. Ist eine Fledermaus. Hab mich vertan. Noch eine Wiss! Eine Triple Wiss! Oh mein Gott, wir werden komplett smurfen. Wir werden komplett smurfen gegen... hier, gegen Mother. Crazy. Range up shot speed down, I can see forever. Ja, mit I can see forever können wir auch noch gerade den Geheimraum suchen gehen. Da ist er doch. Perfekto. No! Eine Wiss ist gegen... Sind die beide... Nein, es sind zwei gegen... Oh no! Die sind gegen die Stachelsteine gelaufen. Scheiße. Mach doch sowas nicht. Ach, mach doch sowas nicht, Wiss. You did this to yourself, aber trotzdem hättest du das auch nicht machen müssen. Au. Wir haben noch eine fette Fliege gefunden. Eine fette Fledermaus, sorry, keine Fliege. Gib mir bitte mehr Wiss. Ich will nur Wiss haben. Nicht mehr, nicht weniger. Eigentlich nicht so viel verlangt, oder? Wieder. Okay, die Biss ist nicht gestorben. Ein Glück. Ein Glück. Ich habe jetzt einfach bei allem Angst, dass die Wiss stirbt. Ich glaube, die könnte unser Key to Victory sein. No, raus hier. Genau, eine Fat Badge. Ja, gehen wir zu Mother einfach so? Ja, komm, let's go. Und die Wiss ist tot. Scheiße. Nicht so gut. Aber hey.
Bin ja einfach Ping-Pong mit der Fistula. Excuse me? Damage gemacht. Okay, ich habe keine Ahnung, warum das gerade 2 Damage gemacht hat. Naja, egal. Dann machen wir nicht noch den Challenge Run hier fertig, I guess. Gut, ja. Danke euch fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, lasst doch gerne einen Kommentar da, lasst mir gerne eine positive Bewertung da, eine negative Bewertung da, Kritik, wie ihr möchtet. Lasst mir gerne vor allen Dingen ein Abo da und ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Deswegen bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.